Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie man unter Android 4.0 einen mobilen Hotspot konfiguriert. Zuerst gehen wir in die Einstellungen, dann auf Mehr und auf Anbindung und mobiler Hotspot. Hier oben beim Punkt mobiler WLAN-Hotspot können wir den Hotspot einschalten. Bei WLAN-Hotspot konfigurieren können wir die SSID, also den Namen des Netzwerkes, einstellen und die Sicherheit. Zur Auswahl gibt es entweder keine Sicherheit, WPA-PSK oder WPA-2-PSK. Die sicherste ist WPA-2-PSK. Wenn wir nun hier drauf gehen, können wir ein Kennwort eingeben. Zum Beispiel Mobile Phone. Hier kann man sich das Kennwort anzeigen lassen. Nun könnten wir auf Speichern gehen und den Hotspot einschalten. Jetzt sehen wir hier oben in der Leiste, dass der Hotspot aktiv ist. So konfiguriert man einen mobilen WLAN-Hotspot. Ich hoffe, es hat euch gefallen.